jemand zurück. Wie oft hat Abby für dich ihr Leben riskiert? Das war ihre Wahl, verdammt. Ich gehe da nicht hin. Dann lass es. Geh zurück. Fick dich, Owen. Hände hoch. Wo ist Abby? Du bist die Kleine aus Jackson. Sag mir, wo sie ist. Tötest du uns nicht trotzdem? Wenn du es ihr sagst, sind wir tot. Ihr könnt das überleben. Ich brauche nur sie. Bullshit. Du. Komm her. Beweg deinen Arsch hierher! Zeig mir auf der Karte, wo sie ist. Und danach du. Wir stimmt nicht überein. Okay. Was hast du vor? Sie ist bestimmt eh schon tot. Das ist es nicht wert. Stopp! Wir können überall... Geh sofort zurück! Zeig mir, wo sie ist. Zeig es mir einfach! Owen! Wo Abby ist. Wo ist sie? Nein. Alles ist gut. Komm schon, gehen wir. Gehen wir. Alles ist gut. Ich dachte, wir schlagen uns durch Tiefland her. Vielleicht. Aha. Was ist hiermit? Hierdurch. Das wird nicht klappen. Da ist alles voller Schnee. Nein, wenn wir da ankommen, wird alles getaut sein. Wo willst du hin? Brauchte nur Luft. Warum seid ihr noch wach? Konnten nicht schlafen. Hier, sieh dir das an. Wir wollen über Ellensburg nach Hause zurück. Wenn wir bis morgen in Fall City sind, wäre das gut. Hey. Die haben gekriegt, was sie verdienen. Aber sie darf weiterleben. Ja. Ist das okay? Muss es sein. Ich freue mich echt nicht drauf, wieder durch Idaho zu kommen. Du solltest dir lieber Sorgen machen, was Maria mit dir anstellt, wenn du zurückkommst. Wir haben schon Schlimmeres durch. Aber als ich in die Stadt durch so eine Nobelecke kam, habe ich eine Halskette gefunden. Die funkelt ziemlich. Glaubt, die ist aus echtem Gold. Du glaubst, die ist aus echtem Gold? Es ist echtes Gold. Zeig mal. Ich weiß, wie Gold aussieht. Wenn die echt ist, können wir sagen, sie ist von uns allen? Such dir was Eigenes zum Bestechen. Wie geht's dir? Gut. Ellie. Gut. Danke, dass du für mich da warst. Ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Du bist so schmalzig. Okay, wie wär's mit... meine Freunde kommen eben ohne mich nicht klar? Schon besser. Steh auf! Sofort! Tu nicht, was sie sagen! Halt die Fresse! Fuck. Okay. Stopp! Stopp! Waffe runter! Waffe runter! Fuck. Nein! Nein! Ich weiß, warum Joel sterben musste. Er hat alles getan, um mich zu retten. Wegen mir gibt es keine Heilung. Du bist hinter mir her! Lass ihn gehen. Du hast meine Freunde getötet. Wir ließen euch beide am Leben. Und es war umsonst. Du hast da ein bisschen Matsch, Süße. Du auch? Wo? Na, hier. Oh. Weißt du, immer wenn du einfach abhaust, machen sie mir die Hölle heiß. Ach komm. Sie hätten dich tatsächlich lieber in Sicherheit. Der Wald ist sicher. Dad. Abs, sie hält sich jetzt direkt hinter diesen Bäumen hier auf. Und? Sie wirft jetzt bald. Wir sehen nur kurz nach ihr und gehen dann zurück. Versprochen. Beeilen wir uns einfach. Siehst du? Ich habe ja meine Tochter, die mich beschützt. Woher wusstest du, wo ich bin? Owen hat mich verraten, oder? Das ist sein Job. Wie hast du es aus ihm rausgekriegt? Gefragt? Hey, hab was gefunden. 1978. Die fehlt mir noch in meiner Sammlung. Kannst sie behalten, wenn du mir versprichst, sowas nicht nochmal zu machen. Okay, einverstanden. Warum glaube ich dir nicht? Keine Ahnung, was du meinst. Komm schon, suchen wir weiter. Dad, hier ist irgendwas. Oh mein Gott. Sie hat schon entbunden. Und hier, 2 Spuren. Dad? Das ist sie. Na los! Das klingt gar nicht gut. Nein, sie hat Schmerzen. Dad? Los, komm! Dad, warte! Was, wenn hier Infizierte sind? Das Gebiet ist sauber. Wusstest du, dass sie wandern? Du bist bewaffnet, oder? Klar. Da bin ich unbesorgt. Oh, Mist. Abs. Was? Wir müssen sie losschreiben. Ist okay, ganz ruhig. Keine Angst. Wir tun dir nichts. Ist okay. Verdammt, das steckt richtig tief. Herz, komm her. Hier. Ich halte sie fest. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Doc! Doc, sind Sie hier? Wir sind hier, Owen. Was? Hey, komm her und hilf mir beim Festhalten. Wir brauchen sie oben beim... Owen! Festhalten! Na los! Hey, Vorsicht! Okay, hast du sie? Ja. Okay, dann los, Abby. Langsam. Okay. Heilige Scheiße. Alle suchen nach ihnen. Wir müssen... Hey, halt! Dad! Was ist los? Komm mit! Das haben wir gut gemacht. Doc, das Mädchen ist da. Welches Mädchen? Von dem Arlene dauernd redet. Sie war in den Tunneln. Sie hat eine alte Bisswunde am Arm. Kein Zeichen einer Infektion. Das kann nicht sein. Sie machen schon Tests, aber sie brauchen ihre Hilfe. Dad. Gehen wir. Es ist mit dem Hirn verflochten. Wir haben keine Wahl. Es muss doch auch anders gehen. Wir können die Probe nicht entnehmen, ohne den Wirt zu töten. Den Wirt? Sie ist ein Kind und keine Petrischale. Glaubst du, ich weiß nicht? Ich bin mir der Situation bewusst. Und du kannst damit leben, sie zu töten. Ich kann damit leben, einen Impfstoff zu entwickeln, der Millionen rettet. Wie viele Fireflies sind für weniger gestorben? Das war ihre Entscheidung. Fragst du um Erlaubnis oder wirst du es sowieso machen? Ich bitte dich, sieh es ein. Und wenn das Abby wäre? Hör zu, alles, wofür wir gekämpft haben, all die Opfer, all diese schrecklichen... All das wird durch diese Tat gerechtfertigt. Wäre das deine Tochter? Was würdest du tun? Abby. Dein Abendessen. Danke, Süße. Hey, Marlene. Tu es. Danke. Ich werde es Joel sagen. Wieso? Er hat sie durchs ganze Land begleitet. Er hat ein Recht darauf. Viel Glück bei der OP. tust das Richtige. Ja. Wenn ich das wäre, würde ich wollen, dass du es tust.